Yes! Sieht gut aus. Und mit diesen vielleicht etwas ungewöhnlich wirkenden Bildern heiße ich euch herzlich willkommen in Ullis Dart Garage. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, da steht ihr auf so einem Wackelbrett und wirft Pfeile auf ein Dartboard ganz ohne Zahlen. Was steckt denn jetzt dahinter? In meinem ersten Video, Besser werden im Darts, zum Darts Warm-Up, habe ich es angekündigt. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf meine persönliche Reise, wie ich versuche, besser im Darts zu werden. Ein Ziel, das gewiss viele haben, besser im Darts werden. Und einige wird es überraschen, andere natürlich nicht. Es geht hier erstmal nicht um Trainingsspiele. Also kein 121, Bobs 27 und wie sie alle heißen, weil das Ding mit den Spielen, finde ich, ist, dass sie mehr der Übung dienen, aber kein weiterreichendes Ziel verfolgen. Ein Spiel hat vornehmlich das Spiel zum Ziel. Gewiss, wenn du das oft genug spielst, wirst du auch besser darin werden, dieses Spiel zu spielen. Aber das kann weit entfernt davon sein, besser im Darts zu werden. Dies nur als kleiner Denkanstoß und Anregung. Gerne mal den YouTube-Kanal Bewegungsanalyse Darts vom Harald, also Harald Jansenberger, aufzusuchen. Denn der hat sehr schön den Unterschied zwischen Üben und Trainieren im Dartsport erklärt. Und wo ich gerade beim Grüßen bin, Grüße gehen auch raus an Dati, also Dati 8, den Julian. Check gerne auch mal seinen Kanal ab. Der war so nett, mich neulich hier zu empfehlen als einen der Darts-YouTuber, die man sich mal gönnen kann. Finde ich schön, wenn ihr dabei seid. Und deswegen sage ich netterweise natürlich auch danke dir, Julian. Grüße gehen raus an dich. Checkt auch gerne mal seinen YouTube-Kanal ab, denn da geht's, hey, überraschenderweise natürlich auch um Darts. Und damit zurück zu meinem Thema. Ich möchte besser im Darts werden. Konkreter ausgedrückt möchte ich an meiner Konstanz arbeiten, was Scoring- und Checkout-Quote anbetrifft. Und ich sag mal, die Varianz meiner Tagesform möglichst enger gestalten. Mit einigen 15- und 18-Dartern in der Vergangenheit habe ich ja gemerkt, das, was geht und ich sag mal, was potenziell möglich sein kann. Zugleich habe ich aber auch bemerkt, dass ich oft noch eine zu große Streuung habe. Also, dass meine Gruppen einfach nicht eng genug kommen oder eher wie mit der Schrotflinte geschossen dann auf dem Dartboard landen. Ja, oder auch bei den Checkouts, dass ich dann die Chancen nicht direkt verwerten kann. Manchmal nicht mal die erste, sondern auch noch die zweite Chance zum Check verpasse. Ja, und so gewinnst du halt keine Spiele. Ich reflektiere sowas immer ganz gerne, nehme das, sage ich mal, als Erfahrung erstmal auf und versuche dann runterzubrechen und zu ergründen, was genau war jetzt, sage ich mal, das Problem, was könnte da eine Ursache sein, wo willst du oder musst du ran? Und da bringe ich mich selbstkritisch gerne auch mal ganz an den Anfang zurück, also zu den Basics, denn da ich mir das Darten ja quasi selbst beigebracht habe, trotz aller Fortschritte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich bestimmte Dinge einfach ineffektiv mache oder sogar mir falsch beigebracht habe. Und wenn ich ineffektiv spiele, Fehler mache oder eine schlechte Technik habe, ja, dann stellt das logischerweise ab einem gewissen Punkt eine Begrenzung dar. Daher gehe ich für mich nochmal Grundlegendes durch und checke, ob ich da Defizite sehe oder Ansätze für Korrekturen und Optimierung. Um da mal ein Beispiel zu nennen, warum trainiere ich jetzt auf so einem Balanceboard? Ich kann zumindest für mich sagen, seit ich mit dem Balanceboard trainiere, hat sich meine Checkout-Quote spürbar und nachhaltig verbessert. Von Anfang so 10-20% auf jetzt zuverlässige 30-40%. Manchmal geht es sogar rauf in einigen Matches, wenn alles passt, auf 50-60%. Ich meine, das entscheidet Matches. Und es waren eben nicht die Checkout-Übungsspiele. Also klar mache ich die auch und die haben mich vielleicht ein Level besser gemacht. Auch, dass ich Dartschuhe trage, ja, hat mich ein Stück weitergebracht und sorgt vor allen Dingen auch für mehr Confidence. Was auch schon wieder was wert ist. Und seit ich das mit dem Balanceboard mache, sage ich mal, bin ich um ein, zwei weitere Level aufgestiegen. So, genug gequatscht, ich habe meinen Punkt gemacht und zeige euch jetzt gleich mal ein paar Basic-Sachen, die man abchecken kann, weil sie meiner Meinung nach den Grundstein für vieles legen und vielleicht auch aufzeigen, ob sich Fehler eingeschlichen haben, die sich dann hinterher leider ein bisschen schwerer nur ausbügeln lassen. Und dann gebe ich euch ein paar Anregungen, was ich halt gerne mache und wofür. Nutzt auch gerne die Kapitelmarken bzw. Timestamps, um zu dem, sage ich mal, Bereich oder Thema zu skippen, was dich interessiert. Ich will ja hier keinen langweilen und ich betone das hier auch nochmal. Ich bin Hobby-Darter und das hier ist einfach nur mein persönlicher Ansatz, wie ich versuche, bestimmte Themen für mich im Darts so zu lösen, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt bin ich besser geworden. Ja, ich habe die Darts-Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ich bin da kein Profi. Vielleicht mache ich das eine oder andere auch falsch,
Gebt mir dazu natürlich gerne Feedback, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, wenn was vollkommen aus dem Ruder läuft und überhaupt nicht zielführend ist. Ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr zum Beispiel für euch Potenziale ermittelt, um besser zu werden und was euch dabei dann hilft. So, los geht's, Basic Tipps. Im Darts wirst du vorzugsweise mit einem Auge zielen und einem Arm werfen. Bei den meisten ist das auch dieselbe Körperseite. Bei mir zum Beispiel linkes Auge, linker Arm. Bei anderen ist es rechtes Auge, rechter Arm. Kann auch überkreuzt sein, wie bei Phil Taylor zum Beispiel. Und jetzt kommt der Punkt, wo aus der Banalität Raum für Optimierung entsteht. Denn es kann vorteilhaft sein, schau dir dazu mal die Profis an, dass das Sichtfeld deines Auges mit deiner Armlinie übereinstimmt. Also möglichst nah beieinander liegen. Bei mir linkes Auge, linker Arm. Das heißt, wenn ich mich jetzt am Dartboard ausrichte, dann ist das Blickfeld meines Auges in einer Linie mit meinem Arm. Das reduziert für mich auch die Komplexität. Mein Gehirn musste einfach weniger rechnen, weil das liegt alles quasi auf einer einzigen Achse. Wenn jetzt mein rechtes Auge zielen würde, ja dann einfach das Kinn ein bisschen drehen. Das macht wirklich schon was aus. Wenn mein rechtes Auge das Zielende wäre, wie bei Phil Taylor, schaut ihn euch mal an, wenn er wirft, dann hat er das Kinn einfach weiter rüber gedreht. Und ich denke, du kennst den Moment. Du fixierst ein Loch im Sihsaal. Und wenn alles stimmt, du ausholst und den Dart wirfst, du weißt schon, während der Dart fliegt, du siehst es förmlich, dass er genau in dem von dir anvisierten Loch landet. Ja, natürlich, ich erlebe das auch oft ganz, ganz anders. Und das liegt ganz oft wirklich daran, dass ich einfach nicht richtig in der Sichtachse bin. Also mein Kopf leicht neige oder manchmal auch nach hinten nehme. Und allein die Stellung meines Kopfes, also die Auge-Armlinie, macht was aus. Und was mir hilft, auch um an meiner eigenen Wurftechnik zu feilen, ist mir der Bewegungsabläufe natürlich bewusst zu werden. Mir das im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen, als Trockenübung in Slow-Mo. Und dafür stelle ich mich entsprechend hier vor das Dartboard, richte mich aus. Mein Standbein, mein Arm bilden hier auch schon eine Linie in Richtung auf das Dartboard, auf die Mitte des Dartboards. Jetzt strecke ich meinen Arm aus. Und strecke den so, dass ich mit meinen Händen auf das Triple 20er Segment ziele. Das ist natürlich so zu hoch, also so würde ich jetzt nicht werfen. Ich merke auch hier eine Spannung in der Schulter, die ich nicht haben will, weil der Wurf soll ja dann einfach aus dem Unterarm kommen. Deswegen senke ich meinen Arm, ohne die Triple 20 aus dem Auge zu verlieren, auf ein Niveau, wo ich merke, ah, jetzt ist die Schulter im Prinzip entspannt, fühlt sich für mich angenehm an. Tu jetzt so, als würde ich einen Dart in der Hand halten. Behalte die Triple 20 im Blick und ziehe für mich ganz langsam. Und jetzt sehe ich zum Beispiel so einen Punkt, ha, da werde ich wahrscheinlich den Dart loslassen, weil der exakt in Übereinstimmung mit meinem Ziel ist. Und hier fange ich an, mein Handgelenk abzuknicken, weil das sonst im Sichtfeld meines Auges ist. Und so habe ich im Prinzip genau meine Wurfbewegung, Release Point, Follow Through. Das ist also der Bewegungsablauf und alles, was ich brauche, um den Dart zu halten, zu releasen, fliegen zu lassen, nicht aus dem Auge zu verlieren, Follow-through zu machen. Diese Bewegung ist das, was ich brauche. Zack. Ich werde aber jetzt in dieser Bewegung nicht zum Beispiel das Sechser-Segment treffen. Wenn ich versuche, genau in dieser Stellung jetzt auf die 6 zu zielen, dann müsste ich den Armwinkel, meinen Release-Punkt, ja, hier fange ich an, alles zu verändern. Das ist Quatsch. Wenn ich diese Haltung einmal habe, und das muss hier gar nicht ein rechter Winkel sein, es kann ein bisschen höher, kann ein bisschen niedriger sein, aber so in etwa rechter Winkel reicht aus, damit hier Auge, Armlinie passen. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf die Doppel-6 checken wollte, dann bewege ich im Prinzip den ganzen oberen Apparat, so wie der ist, so wie ich meine Ausgangsstellung habe. Zack. Einfach auf das Ziel ausgerichtet und jetzt muss ich nichts verändern. Ich habe denselben Bewegungsablauf, im Prinzip einen sehr ähnlichen Release-Punkt. So, der Kopf muss hier wenig rechnen, das ist nach wie vor die gleiche Bewegung, aber auf das Ziel ausgerichtet.
Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Klar ist es gar nicht so einfach, das dann zu verinnerlichen. Aber ich finde, Trockenübung in Slow-Mo hilft immer, sich das Ganze wirklich ins Bewusstsein zu rufen und dann gezielt an den Themen zu arbeiten, wo du für dich vielleicht auch merkst, keine Ahnung, was ich heute hier mit meinem Arm mache, ne, der wackelt wie ein Lämmerschwanz. Ist halt manchmal so. Bei mir ganz oft noch das Handgelenk. Ich neige dazu, irgendwie müsste ich mein Handgelenk ein bisschen mehr festigen, dass die mal so halt sind. Auch das verändert schon einiges. Oder auch der Follow-Through, ja, den mache ich einfach nicht sauber. Es muss auch nicht immer ein komplett abgeknicktes Handgelenk sein, aber auf keinen Fall so eine komische, abgestoppte Bewegung. Kriegt der Daten ganz anderen Impuls, die Effekte kennen wir, es streut oder ist einfach nicht da, wo du es haben willst. Nächstes Thema, guter, sicherer Stand. Klar, unheimlich wichtig, bildet die Basis von allem, was, sage ich mal, da am Oberkörper dann passiert. Gibt, werden die meisten ja kennen, drei Möglichkeiten. Man kann sich natürlich komplett gerade einmal so ans Oki stellen, leicht nach vorne lehnen, nicht zu weit, sonst gerätst du ins Kippeln. Deswegen hast du meistens auch noch das andere Bein, mit dem du hier für Stabilität sorgst. Das Thema, was ich hier bei einem frontalen Stand sehe, auch mit dem Zielen ist, bei mir kommt dann sehr viel aus der Schulter. Ich kriege das nicht so passend hin. Und der Abstand zum Dartboard ist einfach weiter, als wenn ich zum Beispiel komplett seitlich stehe, was viele Profis machen, bin ich schon mal gleich ein paar Zentimeter dichter am Dartboard und die Schulter ist mehr oder weniger auch lockt durch diesen Winkel. Für mich ist seitlich aber ein bisschen zu anstrengend auf Dauer, habe ich probiert, das ist einfach nicht so meine Anatomie. Deswegen wähle ich die dritte Variante so leicht schräg. Komischerweise habe ich auch von den Zehen vorne so einen Winkel, in dem ich in etwa dann mich ans Oki stelle. So, da ist für mich auch ganz wichtig, erstmal hier vorne, das ist das Standbein, da kommt das Gewicht drauf. Und bei mir ist, wie gesagt, Bein-Armlinie ist dann 1. Also wenn ich hier zack Follow-Through mache und den Arm weiter absenke, dann ist das hier, sollte es bei mir eine Linie sein. Macht auch wieder alles schön, einfach gucken, releasen, Follow-Through, Arm senken. Auch nach jedem Wurf habe ich gemerkt, ist bei mir auch ein schönes Thema. Wenn ich zu lange den Arm immer so lasse, dann habe ich hier einfach auf Dauer, tut mir wirklich die Schulter weh. Das kann dann auch wieder ermüdend beim Spielen sein. Ich denke auch deswegen wird man viele Profis zwischendurch sehen, auch beim Nachladen der Darts. Ich neige immer dazu, viel zu schnell zu werfen und dann geht das hier quasi alles schon in Richtung Darts nachladen. Und diese leicht runde Bewegung sorgt manchmal bei mir schon dafür, dass ich Ausreißer bei den Darts habe. Also auch hier kann es durchaus mal helfen, das ist zwar noch Wurf, aber auch mal darauf zu achten, erstmal sauber zu releasen und ich versuche mich gerade zu zwingen, den Arm grundlegend einmal abzusenken. Vielleicht hier so, dass ich auch spüre, zack, ich bin unten und dann kommt der nächste Dart. Ich meine, die Zeit hat man ja. So, zurück zum Stand. In der Regel, mit dem Arm, mit dem du wirfst, dieses Bein kommt auch nach vorne bei mir, linkes Bein und linker Arm. Wie gesagt, ich stelle mich hier leicht schräg ran ans Oki, dann kommt das Gewicht nach vorne aufs Bein. Nicht so, dass man wackelt, sondern zu einem Punkt, dass ich sage, zack, ich stehe stabil. Auch hier so einmal setteln, Oberkörper schön gerade machen, zack, das ist mein Standbein, hier ist das Gewicht. Und der hintere Fuß geht bei mir automatisch, ja wie so ein Stativbein, nach hinten und leicht erhöht. Habe ich meinen Oberkörper zu weit hinten, habe ich auch hier zu viel Gewicht, aber schon geht das Eiern los. Du willst hier gar nicht dein Gewicht auf dem Hinterbein haben, sondern hier schön vorne stabil stehen. Nicht so weit vorne, sondern zack, darum. Einmal hier schön gesettelt, dein Gewicht mehr oder weniger auf dem Fuß, auf den Zehen spüren, zack. Oberkörper gerade, das Bein da hinten brauche ich dafür gar nicht, um stabil zu stehen. Das ist wirklich nur meine Ausrichtung. Und da geht es aber nochmal los. Das hintere Bein, ganz wichtig. Wenn ich jetzt werfe und ich merke, oh, ich ziehe zu weit nach links oder zu weit rechts. Seht ihr, was passiert? Ich drehe hier hinten mein Bein und damit die Hüfte und dann habe ich eine Rotation in meinem ganzen Apparat. Darum auch hinteres Bein. Nicht das Gewicht drauf, aber auch achten, wo es steht, dass hier Armbeine eine schöne Linie bilden. Kann natürlich helfen beim Korrigieren oder wenn du dich jetzt ausrichtest auf ein anderes Feld, dann benutzt du vielleicht das hintere Bein so ein bisschen. Das ist für mich hier so, zack, das mache ich zur Rotation. Aber wenn das bei einem Wurf nicht passt und du dann verreist oder du auch merkst, hey, dreimal in die fünf, schön sauber und gerade, ja, dann stehst du entweder nicht am richtigen Punkt am Dartboard oder hier hinten kannst du nachkorrigieren.
Ja, beim Thema Standstabilität, Balancegefühl habt ihr eingangs gesehen, arbeite ich hier ganz gerne mit so einem Balanceboard. An dieser Stelle gehen Grüße raus an den Raphael von Duffy Boards. Die waren so freundlich, mir so ein Ding jetzt zur Verfügung zu stellen. Ich mache dazu auch gerne nochmal ein ausführliches Review. Da gibt es wirklich einiges zu erklären und zu zeigen. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. So, Balancegefühl. Finde ich beim Darten natürlich ganz wichtig und natürlich werde ich jetzt hier nicht so auf die Art und Weise Darts trainieren oder werfen. Macht keinen Sinn. Der Abstand zum Board ist anders, die Höhe ist anders. Darum geht es hier nicht. Also die Sache mit dem Dartswerfen auf dem Balanceboard habe ich nur gemacht, um als Erfinder des Balanceboard 301 Dartspiels zu gelten. Nein, Scherz, sondern ganz klar. Das mache ich im Prinzip so wie jetzt am Premier League Abend. Ja? Schön donnerstags vorm Fernseher einfach mal hier so eine Runde zack aufs Balanceboard gehen, mich da mal so ein bisschen challengen, weil du kriegst hier einfach ein sehr schönes, automatisches Gefühl für deine Balance. Und das hilft mir am Ende auch am Oki eben nicht irgendwie so zu wackeln, sondern ich sag mal ganz unbewusst, aber schon proaktiv mit winzig kleinen Muskeln und Sehnen diese Ausgleichsbewegung zu machen, in dem Moment, wo hier vorne bei mir ja was passiert. Und damit verändert sich ja dein Schwerpunkt, ja, deine ganze Körperdynamik. Und je stabiler das Ganze dann irgendwie einfach ist und bleibt, und das meine ich, das baut ja hier unten auf dem Stand als Fundament quasi auf, umso besser ist für mich der erzielbare Effekt. Und eine Sache habe ich hier noch und damit soll es dann mal gut sein. Ich glaube, das Video wird dann eh schon wieder zu lang. Und zwar mein MVG Basic Skills Trainer Dartboard. Das kostet nur so 18, 20 Euro, gibt es gerade wirklich günstig zu erstehen. Und ich finde eine wirklich sinnvolle Investition fürs Training. Gerade weil es einfach schöne, große Segmente hat, keine Zahlen, kein Zahlenring. Also einfach einen vollkommen anderen Fokus mal ermöglicht. Das Ding gefällt mir zum einen, weil es hat das Feeling eines Dartboards, sieht halt nur anders aus. Ist aber optimal zum Trainieren. Mir persönlich spart es damit zum Beispiel das Abdecken meines richtigen Dartboards, das Rumhantieren irgendwie mit Post-it-Zetteln oder mit Gummibändern, mit Schnüren, mit irgendwie extra Nadeln oder was man da irgendwie so macht. Ist mit Sicherheit alles sinnvoll, kann auch Spaß machen, aber mich hat es immer so ein kleines bisschen genervt. Seit ich das Ding entdeckt habe und fand die 18, 20 Euro doch wirklich nicht teuer, habe ich hier auch wirklich Spaß. Und Spaß am Training, finde ich, ist ja auch wichtig, denn es bietet mir einen Haufen Möglichkeiten, Dinge zu trainieren. Ich kann jetzt einfach mal ganz grob üben, überhaupt die großen Segmente oder Felder zu treffen. Ich kann mir Aufgaben stellen und sagen, links oben, rechts unten, rechts oben, links unten und so weiter und gucken, ob ich das koordinativ hinkriege. Natürlich kann ich hier Bullseye üben. Ich kann auf Doppel und Triple üben. Ich kann aber auch durch die Linien und die Segmente auch gucken, schaffe ich es erstmal grundlegend drei gerade aufs Board zu kriegen, schaffe ich das, die passende Höhe hinzukriegen, kann ich das auch so hinbiegen, dass ich meine Höhe anfange, über meine Technik und meinen Schwung tatsächlich, sage ich mal, Stück für Stück dann auch zu verbessern, also die optimale Höhe zu finden. Und dadurch, dass man hier einfach überhaupt einen vollkommen anderen Blick und Fokus hat, hilft mir das dann auch, was ich hier im Training übe, tatsächlich dann auch im Spiel, und ich meine, darum geht's. Training dient ja der Vorbereitung dessen, dass du dann im Spiel das mehr oder weniger automatisch abrufen kannst. Da willst du eigentlich nicht nachdenken und so weiter. Da soll ja das funktionieren, wofür du dir hier den ganzen Aufwand machst. Klar kann es dann sein, dass ich hier auch ordentlich einen abfledder, gerade wenn ich jetzt hier mehrere Darts auf eine enge Gruppe schmeiße. Aber das ist ja das Schöne. Was ich abnutze, ist nur mein Trainingsdartboard. Das ist dann nicht mein wunderschönes Triple-Core-Dartboard für 95 Euro. Also das schone ich dann gleichermaßen auch, weil ich bestimmte Trainingssessions auf dem 20-Euro-Ding hier mache. Ja, und wenn die Gurke halt einfach mal runtergespielt ist, habe ich keinen Stress damit, das dann gegen ein neues zu ersetzen. So, das waren jetzt ein paar Einblicke in meine grundlegenden Gedanken zum Stand, zum Zielen, aber auch so zum Bewegungsablauf. Ich fand es eigentlich auch ganz cool, euch mal außerhalb von dem Dartboard und den üblichen Trainingsspielen eben das zu zeigen, was ich für mich so entdeckt habe. Exemplarisch jetzt halt einfach mal für den Stand, ein bisschen mit dem Balanceboard zu arbeiten oder auch mit so einem Trainingsboard, wo es vor allen Dingen um Gruppierung natürlich geht, aber auch um Technik oder Setup-Optimierung. Hier ergeben sich ja wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und ich sehe eigentlich jetzt schon so aus dem Editing an der Länge des Videos, das ist ja nur so ein Auszug. Ne? Es gibt gerade mal so zwei Dinge, wo ich gesagt habe, da möchte ich dran arbeiten. Einmal an meinem Scoring und einmal an höherer Konstanz bei den Checkouts.
Dadurch, dass ich jetzt meinen Stand verbessere, habe ich ja auch schon einen Effekt gemerkt, wirklich die Checkouts sicherer zu machen. Jetzt geht es noch so ein bisschen auch um die höheren Checkouts. Dabei hilft mir zum Beispiel auch dieses Trainingsdartboard, dass ich das dann in der Praxis umsetzen kann. Ja, und engere Gruppierung und generell eine saubere Technik hilft mir da natürlich dann auch beim Scoring. So, und jetzt ist aber mal wirklich Feierabend. Ich finde es cool, dass du so lange dabei warst und dir diesen Content gegeben hast. Ich hoffe, da war ein bisschen Inspiration, Anregung dabei. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, generell einfach dich ein bisschen austauschen willst, hier gibt es wirklich eine geile Community. Ich finde das super. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.